Guten Morgen aus Kofu. Heute ist Golden Week. Was ist Golden Week? Golden Week ist die Verkettung von verschiedenen Feiertagen in Japan, sodass man, wenn man nur ein, zwei Tage oder vielleicht auch gar keinen Tag frei nimmt, eine ganze Woche Urlaub hat sozusagen. Und eigentlich hatte ich nicht geplant, in dieser Woche irgendwo hinzufahren, denn egal wo man hinfährt, überall werden viele Leute sein. Aber es hat sich spontan ergeben, dass wir jetzt mit einer Freundin mit dem Auto Richtung Fuji fahren. Und zwar werden wir zur Shudaito-Pädagoge fahren. Einige von euch werden diesen Ort vielleicht kennen, ohne dass ihr es sogar wisst, denn das ist ein sehr beliebtes Motiv für Bilder. Ihr werdet es nachher bestimmt wiedererkennen. Aber ich freue mich schon sehr drauf, dahin zu fahren. Und hinterher gehen wir wahrscheinlich auch noch zu einem Blumenfestival. Und ja, ich laufe jetzt erstmal zu unserem Treffpunkt und dann geht's los. Ein Roadtrip in der Golden Week. Ich bin mal gespannt, wie voll es wirklich wird. Und nach ungefähr einer Stunde Fahrt sind wir jetzt im Motosuko Resort angekommen. Das ist ein Park in der Nähe vom Motosuko, also einer von den fünf Seen des Fuji. Und wir sind auch am Shōjiko vorbeigefahren, das heißt, ich habe jetzt alle fünf Seen am Fuji gesehen. Und zwar ist in diesem Park das sogenannte Fuji Shiba Sakura Festival. Das bedeutet so viel wie Sakura Wiesen Festival. Also hier ist eine riesengroße Wiese mit sehr vielen Blumen. Und man kann auch den Fuji sehen, wenn es nicht zu hell ist, wie heute. Ich regle das mal kurz ein bisschen runter. Und dann sieht man dort den Fuji. エビせんべい。前一緒にジブリ見た時に食べた。ああ、そうそうそうそう。ちょっと変。 Wir sind jetzt auf dem Weg zurück zum Auto. Wir haben in dem Park jetzt ein paar von den Fujiyama Sweets gegessen. Nannte sich Sakura Eclair, was wir gegessen haben. Es war relativ süß, aber sehr, sehr lecker. Und dann sind wir noch ein bisschen rumgelaufen, haben ein paar Bilder gemacht. Man konnte dort auch irgendwie einen Fußbad machen. Aber ja, das haben wir jetzt nicht gemacht. Und wir fahren jetzt nämlich weiter zur Shudaito-Pädagoge. Wir sind jetzt noch mal ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto gefahren und jetzt sind wir an der Shudaito-Pädagoge. Und wie ich euch am Anfang schon gesagt habe, wird das ein Ort sein, den viele vielleicht von Fotos kennen. Und wir gehen jetzt erstmal hier die ganzen Treppen hoch und schauen uns das mal an. Ja, wer hat schon eine Ahnung, wo es hingeht? Ab, 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 ab.無理じゃない。ちょっとかな。これは日本の街。ああ。え、でも猿こっちある。猿。ね。猿。出没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 
ja, ein Andenken, würde ich sagen, an all die Leute, die in verschiedenen Kriegen gestorben sind. Also der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, andere Kriege, in denen Japan involviert war. Der Bürgermeister aus der Stadt und eine Organisation haben zusammen diese Pädagoge hier gebaut als Andenken. Und am Ende ist das Ganze ein sehr berühmter Aussichtspunkt geworden, zu dem sehr, sehr viele Leute kommen. Vielleicht seht ihr es hier im Hintergrund, es ist Golden Week, deswegen sind hier vielleicht noch ein paar mehr Leute. Und jetzt gehen wir wieder runter, sind zurück auf dem Weg zum Auto und wir werden dann erstmal zu KFC fahren und was essen. Dann ist es jetzt ungefähr Mittagszeit, 12:30 oder so. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Wir waren dann eben, wie gesagt, noch bei KFC essen und ich wollte noch mal kurz ein bisschen alles Revue passieren lassen. Und zwar hat man wegen der Golden Week schon irgendwie gemerkt, dass die Straßen und auch diese beiden Orte, was ja halt Touristenorte sind, irgendwie schon ein bisschen voller waren, als man das vielleicht normalerweise gewohnt ist, wobei ich auch nicht so oft mit dem Auto auf der Straße unterwegs bin. Aber trotzdem hat man es schon irgendwie gemerkt, finde ich. Ja, noch ein paar Worte zu der Chureto-Pädagoge. Das ist ein Ort, den man oft auf Bildern sieht. Und ich muss auch sagen, auch auf meinen Bildern sieht der sehr beeindruckend aus. Aber in echt ist der gar nicht so krass beeindruckend. Also man ist viel näher an dieser Pädagoge dran, als man dann eigentlich denkt. Und es wirkt gar nicht so krass. Auf Bildern sieht es trotzdem gut aus, also, und es kostet nichts, also kann man ruhig mal hingehen. Aber so krass ist es eigentlich auch nicht. Ja, und mit diesen Schlussworten beende ich dann den Vlog für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ach ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die heißen einfach mal Anemone.